Jedi-Meisterin. Die letzte Historikerin der Jedi. Die letzte Jedi. Das sind nur Titel, Worte, an die ihr euch klammert, während die Dunkelheit über euch hereinbricht. Ihr wart es, die die Jedi angriff. Ihr seid eine Sith. Sith ist ein Titel, ja. Aber genau wie ihr bin auch ich nicht mein Titel. Aber das ist nicht mein Glaube. Für euch ist es anders. Einst gab es eine Darth Traer. Sie legte diese Rolle ab, wurde verstoßen und fand einen neuen Lebenssinn. Doch es muss immer eine Darth Traer geben. Jemand, der das Wissen um den Verrat in sich trägt. Der in seinem Herzen verraten wurde und selbst einen Verrat begehen wird. Ihr habt das Wissen der Sith aufgesogen. Doch diese Lehren enthalten nicht genug Wahrheit. Aber es ist ein Anfang. Wie ist das passiert? Hört auf euer Herz. Es war nie die Schlacht, die euch gerufen hat. Nie die Schlacht, die euren Fall herbeiführte. Malakor 5 hat viele Dinge berührt. Und sein Echo ist noch immer zu hören. Wieso hat er mich verraten? Ihr habt euch selbst verraten. Gebt nicht dem Verbannten die Schuld. Für euch besteht keine Hoffnung mehr. Und auch für mich nicht. Einer jedoch kann noch gerettet werden. Das Opfer eurer Verbannung. Wo ist der Verbannte? Ich dachte... Oh, er wird kommen. Aber er wird uns nicht mehr retten können. Es ist einfach zu fallen. Viel schwieriger ist, es sich einzugestehen. Ja. Eure Meisterin wartet. Sie hat euch viel zu erzählen. Wo ist das also? Was geht ab? Die letzte der Dienerinnen steht vor uns. Es ist gut, dass du zurückgekehrt bist. Wir haben viele Fragen an dich. Was redest du da? Du hast uns verraten. Du hast Atris verraten. Du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist dem Jedi gefolgt, hast deinen Eid gebrochen. Hört mir zu. Atris wurde verführt von den Sith. Es ist noch nicht zu spät für... Schweig! Es ist ein Verbrechen, sein Eigenblut zu töten. Aber es ist rechtens, eine Verräterin zu töten. Ich kämpfe nicht gegen euch. Wenn ihr im Weg steht, werdet ihr sterben. Ihr habt recht, ich gehöre nicht mehr zu euch. Ich bin stärker. Es ist kein Verbrechen, geblendeter wie euch zu töten. Ich kämpfe nicht gegen euch. Dann wirst du fallen. Muss ich jetzt mit der Dienerin gegen die Dienerin kämpfen? Das, finde ich nicht gut, weil ich die Dienerin nicht zum Jedi gemacht habe. Ah, cool. Die fallen einfach alle um. Gut. Glück gehabt. Wo warst du? Du warst sehr lange fort. Ich fürchtete schon um deine Sicherheit. Warst du die ganze Zeit bei dem Verbannten? Herren, ich tat, was ihr mir befohlen. Befohlen? Hab ich dir befohlen, dich mit ihm zu verbrüdern? Seinen Lehren zu folgen? Unseren Eid zu brechen? Herren, ich verstehe nicht, ich... Natürlich nicht. Aber du wirst es verstehen. Was jetzt? Ach! Klasse, gegen die darf ich jetzt kämpfen. Das schaffe ich ja nie. Ich heb mir das Level ab auf, bis ich fast tot bin. Alter, die hält sich einfach wieder hoch. Das wird euch eine Lehre sein. Levelaufstieg, Attribute ist mir egal. Fähigkeiten ist mir auch egal. Talente. Talente. Und das für den Kampf. Mhm. Okay, die hat... was ich mal ganz kurz gucken will, hatte ich eine gute. Ich hoffe schon. Leben hochgecheatet. Ey, die cheatet aber auch mit ihrer Scheißmacht. Nur weil ich sie fertig mache. Und besiegt. Genug. Ach ja. Empfindest du etwas für ihn? Hast du ihn berührt? Liebst du ihn etwa? Ihm ist die Liebe fremd.
Er ist eine Hülle ohne jede Emotion. Alles, was er einst war, starb auf Malachor. Und dort stirbt er noch immer. Also ist eine Verbannte gekommen, um einen anderen zu retten. Tut ihr nichts. Wenn ihr jemanden bestrafen wollt, dann bestraft nicht. Seid wirklich tief gefallen, wenn ihr einen hilflosen Gegner tötet. Wegen meines Sichtschutz hier, bla bla. Ihr seid wirklich tief gefallen, wenn ihr einen hilflosen Gegner tötet. Es ist kein Verbrechen, die Sith und jeden, der die Republik bedroht, zu töten. Das habt ihr während des Mandalorianischen Krieges bewiesen. Dies ist nun mein Krieg. Und ihr seid nun mein Gegner. Ergebt euch, Arthas. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ein edles Angebot. Eure Hinrichtung ist überfällig, Verbannter. Sie ist tot. Naja, ich fange mal an mit Lichtschwertwurf. Noch ein Lichtschwertwurf. Noch ein Lichtschwertwurf. Noch ein Lichtschwertwurf. Zieht zu nah, what the fuck. Ich hab's jetzt erstmal fast down gekloppt mit meinem Lichtschwertwurf. Weißt du, der hält sich zu hoch. Und da ist es. Und da flieht sie. Aha. Danke, jetzt kann ich laufen. Eben ging es nämlich irgendwie nicht. Sie sagte, ihr würdet kommen. Wenn ihr denkt, ihr könnt mich besiegen, dann irrt ihr euch. All das gesammelte Wissen. Die Lehren über den Kampf und die Macht. Ich kontrolliere alles. Und wenn ich all das einsetzen muss, um euch zu vernichten, werde ich es tun. Ergebt euch und lebt. Atris, jemand muss euch helfen. Ihr seid der dunklen Seite verfallen, Atris. Merkt ihr das denn nicht? Ich werde euch nicht gegen euch kämpfen. Ergebt mich und ich verschwinde euch. Ihr müsst den Tod, bla. Atris, jemand muss euch aufhalten. Ihr seid der dunklen Seite verfallen. Atris, bin ich längst nicht mehr. Sie hörte einige Zeit auf zu existieren, glaube ich. Es war immer etwas anderes in mir. Es hat nur eine Weile gedauert, bis es zu hören war. So, los, Atris, dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen sich gemeinsam aufhalten. Ja, die Sith sind endlich hier. Ihr habt sie hergeführt, genau wie ich es prophezeit hatte. Alles war ein Teil meiner Pläne mit euch. Stimmt. Und wenn ich euch und die Mächte, die ihr nach Telos brachtet, besiegt habe, werde ich den Krieg zum Herzen der Sith tragen und sie auslöschen. Endgültig. Ihr werdet... Wo ist die Basis der Sith? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Sie sind gekommen, um die Republik zu bekämpfen. Und sie werden untergehen. Ihr habt die ganze Citadel Station in Gefahr gebracht, Atris. Ja. Die Sith sind endlich hier. Ihr habt sie hergeführt. Genau wie ich es prophezeit hatte. Alles war ein Teil meiner Pläne mit euch. Und wenn ich euch und die Mächte, die ihr nach Telos brachtet, besiege... Die Sith sind Feiglinge. Sie greifen aus dem Schatten an und töten die Jedi. Ich brauchte einen Köder, um sie herauszulocken. Aber ich durfte nicht mein eigenes Leben riskieren. Ja. Alles, was von den Jedi geblieben ist. Also arrangierte ich eure Rückkehr. Ich ließ Informationen über eure Vergangenheit durchsickern und wartete, bis die Sith kamen. Aber ihr kamt entgegen meiner Vorhersagen nach Telos. Nun sind sie hier und ich kann mich ihnen endlich stellen und sie vernichten. Wo sind wir hier? Das geballte Wissen der Sith, gesammelt in allen Teilen der Galaxis. Hierher gebracht von meinen Dienern. Auf dass ich ihre Geheimnisse lüften und sie zur Strecke bringen möge. Aber nun sind sie aus dem Schatten des Outer Rim getreten. Und sie haben nur noch ein Ziel. Euch zu töten. Ja, ich werde nicht gegen euch kämpfen, ich hab dich nicht verschonen. Dann soll ich das erste mit ihm verschonen. Ich soll mich ergeben? Euch? Niemals.
Bringen wir es zu Ende. Erstmal Lichtschwertwurf ab. Noch ein. Stämpfig und gucken, was ich da festgelegt habe währenddessen. So ein Machtschrei mach ich mal. Halt sich echt übelst. Ey, die muss doch eine begrenzte Macht haben. Das wird euch eine Lehre sein. Ey, sagt ja den gleichen Spruch wie die Dienerin. Ja, für den gleichen Kampf. Ja, das ist, man sieht, das Spiel war noch nicht richtig fertig entwickelt. Tötet mich. Bringt es zu Ende. Ich werde keinen hilflosen Gegner töten, Atris. Ich hatte keine Gnade von euch erwartet. Nach allem, was zwischen uns gewesen ist. Wir haben ganz andere Probleme, Atris, und es hat genug Tote gegeben. Was habt ihr vor, wenn ihr mich nicht töten wollt? Was war denn los? Wisst ihr, wo die Sith zuschlagen? Sagt mir, wo Kray ist. Eigentlich war es klug. Wisst ihr, wo die Sith zuschlagen? Was ist denn das für ein komisches Holocron, das dazwischen? Ihr wusstet immer, von wo sie zuschlagen. Ihr wusstet es immer. Diese Sith habt ihr, haben die mandalorianischen Kriege hervorgebracht. All diese Toten, alle diese Jedi, sie ernähren sich vom Leben, bis nichts mehr da ist. Außer einer leeren Galaxis, in der die Schreie der verlorenen Jedi widerhallen. Ist Kreia dorthin gegangen? Ja, ich dachte, sie würde mich dort erwarten. Aber jetzt weiß ich, dass sie gelogen hat. Es ging nicht um mich, sondern um euch. Sie ist dorthin gegangen. Sie wartet auf Malachor 5 auf euch. Dort könnt ihr beenden, was ihr begonnen habt. Was ich begonnen habe? Ja, ihr seid ein Echo in der Macht. Ein Vakuum, wo sie verwundet wurde. Diese Leere entsteht nur durch eine große Zerstörung. Aber es ist möglich. Es schafft Orte, an denen die Macht kaum zu hören ist und man seinen Weg nur schwer findet. Und ihr tragt es stets bei euch. Was hat das alles mit Kreia zu tun? Sie will ein weiteres Echo, eine Wunde in der Macht erzeugen, größer als das erste, das ihr verursacht habt. Es wird alle betäuben, die von der Macht berührt wurden, bis alles Leben fort ist. Ihr konntet es einmal überstehen, aber nur wenige verfügen über eure Stärke. Warum sollte Kreia das tun? Ich weiß es nicht, aber sie braucht euch dort. Wenn ihr ihr nicht folgt, wird sie sich auf Malachor das Leben nehmen und ihr werdet mit ihr sterben. Warum? Ihr seid ihr irgendwie wichtig, aber ich... Nachstoß. Aber ich bin mir nicht sicher. Lorin, sagt es mir, wenn ihr es wisst. Sie will sich im Herzen dieser toten Welt für euch opfern, wie es früher schon andere getan haben. Eine Wahl, die ich auch gern getroffen hätte, weil ihr mir etwas bedeutet. Und ich denke, dass nur ihr allein einen Platz in ihrem Herzen habt, in dem sonst... Und darum seid ihr der Einzige, der die nahende Zerstörung aufhalten kann. Wenn Kreia eine Sith ist, warum tut sie das? Tut sie so etwas? Sie will den Tod aller Jedi, aller Sith. Und den Tod der Macht. Es ist Wahnsinn, aber nicht unmöglich. Und sie hält euch für den Schlüssel. Das ist unmöglich, weiß ich nicht. Also, den Tod der Macht? Es gibt Orte in der Galaxis, die für die Macht tot sind, an denen nichts lebt, an denen die Echos ewig reisen und ihr Ziel doch nie erreichen. Und diese Orte können erschaffen werden. Durch das einfachste Ereignis, die kleinste Bewegung, eine Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
kann die Galaxis verändern oder vernichten. Warum sollte mich das interessieren? Das ist unmöglich. Warum sollte mich das interessieren? Ihr seid ihr irgendwie wichtig. Aber ich... Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. So, nur die Angelegenheit ist erledigt. Und was macht ihr nun mit mir? Lasst ihr mich auf dieser toten Welt zurück? Oder endet mein Leben so, wie ich das eure beenden wollte? Ich will euch nur sagen, dass mir leid tut, was passiert. Ich wusste nicht, dass die Menschen Kriegel andere verletzen würden, die mich kannten und umsorgten. Ich musste wissen, was ihr geworden seid, um mich davon abzuwenden. Ihr müsst in eure Zelle zurückkehren, Artis, und jedem den Kampf überlassen, die stark genug sind. Nichts. Also erleben. Ich sag das Erste. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich tat es mit solchem Schmerz, dass die Wunde entstand. Aber ich danke euch. Jetzt geht's aber ab. Geht jetzt. Solange ihr noch könnt. Rettet Telos. Rettet die Galaxis. Rettet euch selbst. Ihr seid gekommen. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Ich war etwas spät dran, aber besser spät als nie. Weil auf Risiko war nur ein kleiner Geistig. Ich war etwas spät dran, aber besser spät als nie. Kreia, sie sagte, der Rat hätte euch ein Ende gesetzt. Und die ganze Zeit war sie eine von jenen, die uns töten wollten. Beide tragen ihre Wahrheiten in sich. Als sie sagte, ihr wärt tot, habe ich... Ich habe versagt. Ich ließ meinen Gefühlen freien Lauf und handelte, ohne nachzudenken. Ich wollte sie bestrafen und verletzen. Ich wollte sie zur Rechenschaft ziehen für das, was sie den Jedi angetan hatte. Dafür, dass sie euch vor den Rat führte. Rückt euch, ich bin hier, alles okay, ist schon okay. Jubel nicht da, zum Glück ist sie. Für sie sterbe ich nicht so leicht, sonst müsstet ihr das Rache der Galaxis zerstören. Dieser Teil ist vorüber. Schweigt sich irgendwann. Also eines Stärken ist danach, wenn ihr wisst, wir müssen Teil vorüber, bla, nächsten Kampf uns sehen. Natürlich. Bitte vergebt mir. Ich bin nicht länger die letzte der Dienerinnen. Ich bin Brianna, Schülerin des letzten der Jedi. Ich kämpfe an eurer Seite gegen alle Feinde, die sich uns entgegenstellen. Na dann los, wir müssen einen Planeten retten. Naja. Weil der Endkampf und so Endplaneten Malakor mache ich jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Ich hab's erst nicht geglaubt, als Lino sagte, die Ebonhawk hätte angelegt. Aber es scheint zu stimmen. Bei all dem Ärger, den wir hier haben, sollte es mich nicht überraschen, euch zu sehen. Ah, das ist wieder der. Hi, what's up? Sieht die nachher jetzt eine Jedi? Oder Priana? Lieutenant Gran, die Sith-Truppen sind in das Modul eingedrungen und versuchen uns einzukesseln. Verdammt. Serum, Sie und Ihre Männer müssen durchbrechen und den Angriff anführen. Mit Vergnügen, Lieutenant. In Ordnung. Folgt mir. Na, zu dritt. Wie ist das passiert? Es ging alles so schnell. Eine Flotte Kriegsschiffe kam aus dem Hyperraum und bevor wir sie mit Jägern abfangen konnten, griffen sie auch schon an. Überall waren Sith-Jäger. Wir konnten gerade noch ein paar Jäger starten, bevor das Bombardement begann. Wir haben gekämpft wie die Löwen, aber wir konnten das Landungsschiff, das der ersten Welle folgte, nicht aufhalten. Und die Sith-Truppen auch nicht. Also haben wir uns zurückgezogen und mit der Evakuierung begonnen. Und dann wäre da noch das Treibstoffproblem. Ja, kein Treibstoff. Und wer weiß, ich weiß. Wir haben nicht genug Treibstoff, um die Station im Orbit zu halten und gleichzeitig diese verdammten Sith abzuwehren. Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber ich sehe ehrlich gesagt schwarz. Es sind so viele Sith, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es gibt Gerüchte, dass vielleicht bald Hilfe... Ist der Verstärkung unterwegs ist? Ein paar Soldaten von Königin Talia versuchen gerade zu verhindern, dass die Sith das Treibstoffsystem zerstören. Heißt das, wir landen dieses Mal nicht in Energiekäfigen? Wenn ihr zu Ravager wollt, müsst ihr euch von hier aus bis zum Unterhaltungsmodul durchkämpfen und dann weiter bis zum Shuttle. Viel Glück. Wie sollen wir adden? Sag einfach. Ich hab mal ein Level up.
Fähigkeiten, ja, empfohlen, ja, ist mir egal. Talent, der ist ja auf Schusswaffen trainiert. Kräfte. Was skill ich denn da noch? Komm, bei den lohnt sich eigentlich gar nichts mehr anzufangen. Kriegt jetzt hier mal Surprise dafür. Läuft er immer noch so? Oder läuft jetzt richtig, ja? Ich nicht meine Gruppe noch erweitern, um irgendwie die nach hinten. Ist das auch eine Jedi? Nee. Ja. Dann will ich die nicht. Dann nehme ich... Mandalore will nicht. Aha. Sonst geht jeder. Die ist neutral, der ist neutral. Hell. Nicht ganz hell, aber der ist helle Meisterschaft, glaube ich, die auch. Die auch. Der ist ein bisschen hell, aber auch neutral. Die ist neutral mit hell. Dunkle Seite und dunkle Seite. Der ist ja automatisch dunkel. Wen nehme ich mit? Mira. Badua. Badua, komm. Das will mal nicht so sein. Kann ich eigentlich Edna auch austauschen? Jetzt Mira dafür hinzufügen. Sehr schön. So will ich das haben. Aber hier mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Citadel Station. Wieder. Hier bei Lieutenant Green? Was weiß ich. Was ich noch ganz kurz gucken will. Da vorne steht Mandalore rum. Ich muss euch für einige Zeit verlassen, um meine mandalorianischen Krieger zu sammeln. Wir stoßen vor dem Angriff auf die Ravager wieder zu euch. Vorsichtig. Dich. Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Achtet auf eure eigene Gesundheit. Und da wird er uns machen. Ah, deswegen kann ich den also nicht mitnehmen. Okay, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.